Also ich hatte ja ursprünglich vor, hier das mit diesem Kapitel mit dem Narziss, mit diesem Aufruf zu dieser Kampagne ausklingen zu lassen. Aber ich merke jetzt doch, eigentlich muss ich noch mal so ein bisschen darauf zurückkommen, was so diese, wie so diese Entwicklung verläuft, die Theorie von dem Sigmund Freud. Das muss ich noch ein bisschen transparenter machen, dass das eben einen ganz engen Zusammenhang hat oder sich herausbildet an einem Gegenmodell, an einem super klugen Gegenmodell von dem eigentlichen Erfinder der Psychoanalyse, von dem Josef Breuer, der eben die Psychoanalyse eigentlich erfunden hat. Das ist jetzt nochmal so ein Einschieb, der jetzt mal den Narzissmus noch ein bisschen zurücktreten lässt, sondern eben so die anderen Theoriekomponenten von Freud noch mal ein bisschen beleuchtet. Aber es bleibt sich gleich sozusagen an dem Punkt, dass es darum geht, immer wieder die Sache in das Innenleben des anderen hineinzudeuten. Da ist das Problem. Nicht irgendwie im Außen, nicht irgendwie in der Gewalt, nicht irgendwie im Schicksal, sondern im Seelenleben des Betroffenen. Da entsteht eben das, was man eben heute wirklich in der negativen Art des Psychologisierens meint. Natürlich ist, dass man sich mit psychologischen Prozessen beschäftigt, eigentlich nichts Anrüchiges. Also wenn man eben begreift, dass Menschen auf Gewalterfahrungen tatsächlich in einer bestimmten Art und Weise eben das verarbeiten, dass das im Inneren auch was macht, dass man da irgendwann überfordert ist, dass das einen durch den Stress, den man sich macht, irgendwie auch zu psychosomatischen Reaktionen führt, zu diesen typischen sogenannten Angst- oder Depressionssymptomen. Aber diese schlechte Art der Psychologisierung, das ist das, wenn man den Leuten, egal was die an Gewalt, an Schicksal, an sonst was erlebt haben, wenn man denen sagt, jo, das spielt alles keine Rolle, wir gucken jetzt mal, was in dir drinnen ist, was sind da für Perversionen, das ist eben in der Freudschen Zeit, ursprünglich ist das eben Perversion, Inzeststrebungen, Bestrebungen zu Selbstbefriedigung und zu Homosexualität. Das wird sozusagen in die Leute immer wieder reingedichtet. Natürlich gibt es sowas wie Homosexualität, natürlich gibt es sowas wie Selbstbefriedigung. Das ist völlig, sind völlig normale Spielarten auch der Sexualität. Das ist auch keine Perversion, so wie der Freud das jetzt meint, titulieren zu müssen. Jetzt mit dem Inzest, ja, das ist schon eher klar, dass das ist eher was Problematisches. Aber ebenso, das ist seine Leidenschaft. Ich habe das gesehen, das ist jetzt die Ursprünge sind jetzt da und da und da. Und das hämmert er den Leuten ein. Und alles andere, alle die realen Gewaltverhältnisse, nö, das spielt keine Rolle. Das ist dieser Neoliberalismus, das ist dieses Kontergan. Also so, das schädigt die Menschen, die werden in ihrem Leid nicht wahrgenommen. Denen wird sozusagen in Abrede gestellt, dass die jetzt berechtigt wären, an irgendwelchen Gewalt, an KZ, an Folter, an Vergewaltigung zu leiden. Nee, 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 das ist nicht das Problem. Wir müssen jetzt mal gucken, was haben sie eigentlich für inzestuöse Impulse gehabt. Was macht denn ihr Ödipuskomplex? Ja, die haben bestimmt die Vergewaltigung durch ihren Vater in typischer Weise als einen sexuell erregenden Triumph über ihre Mutter erlebt. Das ist doch das Problem. Jetzt tolerieren Sie mal Ihre Schuld. Verdammt doch mal, sonst kommen Sie aus der Nummer doch nie raus. Jetzt geben Sie doch endlich mal zu, was Sie für eine Drecksau waren als Grundschülerin. Darauf läuft das hinaus. Und das ist Kontergan. Also das ist was Menschen, die nicht völlig abgestumpft sind dann, das macht die innerlich kaputt. Die gehen irgendwo hin, da sagt jeder, oh, geh mal dahin, das hilft dir bestimmt. Und dann kriegen die so einen Dreck um die Ohren gehauen. Das muss sie doch völlig hilflos machen, völlig verzweifelt. Oder dass das bestärkt die in ihren Schuldgefühlen, die doch eh schon haben. Ach Gott, hab ich da irgendwie versagt? Ja, sowas, da habe ich doch überhaupt gar keine Existenzberechtigung mehr, wenn ich so ein Dreckschwein bin, schon von klein auf.
Ach Gott, was bin ich so verdorben? Nee, das kann ich der Welt nicht zumuten. Da bringe ich mich doch lieber um. Das ist das, was passiert. Und das ist dann eben auch der Punkt, wo ich sage, ja, das ist dieser Begriff Narzissmus, man könnte sagen, das ist das Kontergan der Psychotherapie. Also etwas, was so tut, als wäre es eben eine wunderbare Möglichkeit, irgendwas Heilsames zu stiften, irgendwas was Gutes zu tun, irgendwas zu begreifen, zu verstehen, Wichtiges zu bewegen. Aber das, was dabei passiert ist, man richtet nur Unheil an. Und das ist eben, es ist immer wieder schon mal ganz, ganz sanft irgendwie durch das Jahrhundert hindurch irgendwie angeklungen. Aber irgendwie, es hat sich bisher noch nicht so zu einer Bewegung entwickelt, dass man eben ganz klipp und klar sagt, Leute, das muss vom Markt genommen werden. Und ich habe so zwischendrin auch schon mal irgendwie gesagt, jedem Automodell, bei dem irgendwas nicht so wahnsinnig toll funktioniert, da gibt es sofort irgendwie eine Rückrufaktion. Weil es ja tatsächlich, und das ist ja wirklich auch sinnvoll, wirklich im großen Ausmaß irgendwie Schaden stiften kann. Und deswegen, es ist der Zeitpunkt gekommen zu sagen, Rückrufaktion für den Narzissmus, Rückrufaktion für diese Opferbeschuldigung, Rückrufaktion für diesen Neoliberalismus der Psychosomatik, also diesen Ansatz, wo man den Leuten irgendwie permanent nur versucht einzureden, ihr seid selbst schuld. Das hat fatale Folgen, wenn ich die Leute, die wirklich leiden, die immer wieder nur auf sich selbst zurückwerfe. Ja, guckt mal bei euch. Und jetzt ist das praktisch das Verrückte, wenn man das jetzt macht, wenn man sagt, Moment mal, das geht doch nicht, dass wir immer wieder bei den Leuten selbst suchen. Dann ist man im Grunde nochmal da, wo man über 120 Jahren irgendwie aufgehört hat. Also eigentlich, wenn man nochmal das ernst nimmt, was ich hier gesagt habe, landet man bei einem Ansatz von einem Menschen, der heißt Josef Breuer. Über den gibt es eine ganz tolle Biografie von Albrecht Hirschmüller, Physiologie und Psychoanalyse in Leben und Werk Josef Breuers. Da ist dieser Mensch beschrieben, der als Mentor von Sigmund Freud so mit dem angefangen hat, sich Gedanken zu machen über bestimmte Probleme psychischer Natur. Der hat mit dem Freud zusammen dann 1895 ein Buch geschrieben, Studien über Hysterie. Und dieses Buch ist wirklich jetzt jedenfalls, was die Teile von Josef Breuer anbelangt, bis heute absolut lesenswert. Das ist ein ganz kluger, toller Mensch, der da diese mit dem Fall der Anna O. heißt sie da im als Pseudonym, eigentlich heißt sie Bertha Pappenheim. Und das ist ein Fall, da hat der Josef Breuer wirklich ganz interessante Beobachtungen gemacht. Und das hat er in diesem Bereich des Buches, das er zu verantworten hat, eben ausgiebig geschildert, wobei eben man hat noch mehr Material, wenn man sich dieses Buch zu Rate zieht. Da sind nämlich eben etliche Arztbriefe auch abgedruckt, die der Josef Breuer an einen Klinikchef in Kreuzlingen verschickt hat, damals als eben die Bertha Pappenheim dorthin noch überwiesen worden war.
Das, was der Breuer macht, das Verfahren, das er da erfunden hat, das nennt er Psychanalyse. Und zwar deswegen, weil er sich dabei auf das Stück von Sophokles beruft, den König Ödipus. In diesem Stück nämlich, das sagt circa 100 Jahre vor dem Breuer, der Herr Schiller in einem Brief an den Goethe, da fragt nämlich der Schiller den Goethe, oder spricht ihn an auf dieses Stück König Ödipus von Sophokles und bezeichnet dieses Stück als tragische Analysis. Und Analysis, da steckt eben das griechische Anna zurück, rückwärts drin, und Lyein lösen. Und genau das ist in diesem wunderbaren Theaterstück dargestellt, nämlich dass dieser Ödipus rückwärtsgewandt seine Lebensgeschichte auflöst. Und da landet er schließlich an einem Trauma, das man ihm zugefügt hat. Und zwar eben als Säugling schon. Da hat man ihn in der Wildnis aussetzen lassen wollen. Und zwar mit durchstochenen und zusammengebundenen Fersen. Deswegen kommt auch sein Name, oder daher kommt sein Name. Ödipus im Griechischen heißt Schwellfuß. Also von dieser frühkindlichen Misshandlung trägt dieser Mensch seinen Namen. Und er überlebt diese Misshandlung durch glückliche Umstände und entwickelt sich total prächtig zu einem ganz demokratischen, ganz selbstlosen, ganz klugen Menschen, der eben tatsächlich jetzt viele Jahre später als erwachsener Mensch darauf gestoßen wird, irgendwie so seine Geschichte nochmal zu untersuchen, und gelangt dann am Ende dazu, sein Schicksal tatsächlich aufzuklären. Und das ist eine unglaublich tolle Figur. Also das kommt nicht von ungefähr, dass der dann am Ende seines Lebens in dem Stück Ödipus auf Kolonos von Sophokles wie ein Heiliger leibhaftig in die Unterwelt entrückt wird. Das hat er verdient. Das ist wirklich ein Heiliger. Auch wenn er seinen Vater in Notwehr getötet hat und auch wenn er seine Mutter geheiratet hat, der wusste nicht, dass es die Mutter ist. Wobei eben bei der Mutter kann man das schon ziemlich deutlich annehmen, dass sie das weiß. Die sagt nämlich irgendwann mal mitten in dem Stück, als sie Ödipus fragt, du sag mal, wie hat denn mein Vorgänger eigentlich ausgesehen? Da sagt die, ach, eigentlich genauso wie du, nur die Haare waren schon ein bisschen weiß. Also die weiß da was, und die sagt dann am Ende sogar noch, dass niemals du erkenntest, wer du bist. Also das ist ein wunderschönes Stück, wo gezeigt wird, wie eben dieser Ödipus da in die seltsamen Ränke eben gerade seiner Mutter da reingezogen wird und wie der mit seiner tollen, klugen, selbstlosen Überlegung da so die ganze Geschichte da am Ende aufdröselt. Und diese Art an Lebensgeschichten dran zu gehen, das ist genau das, was der Josef Breuer macht. Also der hat es da mit einer Patientin zu tun, der Bertha Pappenheim, die hat so eine Menge ganz seltsamer Symptome. Also was weiß ich, zum Beispiel, wenn die schlangenähnliche Gegenstände sieht, dann kriegt die einen gelähmten Arm. Oder die kann mitten im heißen Sommer kein Glas Wasser mehr an den Mund setzen. Oder immer, wenn die so ein bisschen geschüttelt wird, zum Beispiel bei Kutschfahrten, da wird die auf einmal taub. Ja, wie kommt denn das? Und das ist das, was der Josef Breuer macht. Der hört seiner Klientin zu. Der hilft ihr sogar noch ein bisschen methodisch, da ein bisschen dran zu kommen. Also der versetzt die in Hypnose. Also ich vermute, das ist wirklich bei dem nur so eine leichte Entspannung. Also dass der Mensch dann eben so fokussiert ist auf sich selbst, so ein bisschen entspannt, wo dann eben auch diese
intuitive Wissen sich äußern kann, dadurch, dass irgendwelche Bilder aufsteigen, dass irgendwelche Erinnerungen einfach so plötzlich ins Bewusstsein dringen. Und das ist das, was diesem Josef Breuer auf diese Weise gelingt. Also der Pater Pappenheim fällt dann in so einer Situation ein, als es jetzt eben um diese Frage geht, ja, wie entsteht denn dieser gelähmte Arm? Also wie gesagt, das kann man heute noch ganz einfach machen. Man versetzt Leute in einen leicht entspannten Zustand und sagt, ja, jetzt geh mal innerlich zurück an dem tiefsten Ursprung für dieses Symptom. Und dann entstehen bei den Leuten irgendwelche Bilder und Eindrücke. Und oftmals, also da freue ich mich immer, wenn die Leute dann sagen, jetzt hat das aber nicht funktioniert. Da bin ich immer total gespannt, weil eben genau dann weiß man ja, Mensch, da hat dieser Mensch jetzt wirklich überhaupt gar nicht dran gedacht. Und wenn man da wirklich zuhört und das erstmal entstehen lässt, da merkt man eben, ja, da kommt eine Situation, die passt hundertprozentig. Und so ist es eben bei der Bertha Pappenheim, wenn die jetzt eben dann dazu aufgefordert wird, geh mal zurück zu dem Ursprung. Jetzt bei dem gelähmten Arm zum Beispiel kommt die zu einer Situation, da sitzt die nachts schon ziemlich müde zur Nachtwache bei ihrem Vater, der ist gerade schwer krank. Und sie sitzt da in dem Sessel, sie hat den rechten Arm über die Sessellehne gelegt und da hat sich eine Drucklähmung entwickelt. Also da ist ein Nerv irgendwie durch den Druck ein bisschen abgeklemmt. Der Arm ist eingeschlafen und sie wird da so ein bisschen wach in der Situation und so im Halbschlaf sieht sie da wahrscheinlich irgendwelchen Schatten, vielleicht von der Gardine oder sonst was, sieht sie da, da bewegt sich eine Schlange am Kopfende des Vaters und sie versucht, diese Schlange abzuwehren und der Arm ist aber gelähmt. Und das bleibt verbunden, also eben, das ist sozusagen klassische Konditionierung. Das eine wird mit dem anderen irgendwie kombiniert, schlangenartige Sting und gelähmter Arm. Und andererseits dieses kein Wasserglas an den Mund setzen können, ja, das ist eine Situation, die kommt in den Raum, da sitzt eine Gouvernante, die ihr, glaube ich, nicht sehr sympathisch ist und die Gouvernante hat irgendeinen Hund, der dieser Bertha Pappenheim noch weniger sympathisch ist, also ich weiß nicht, vielleicht war das ein Mops oder keine Ahnung, was irgendwie so ein Vieh und die sieht, wie die Gouvernante dem Vieh mit dem Wasserglas zu trinken gibt und das ekelt die in dem Moment und weil die aber ein braves, gut erzogenes Mädchen ist, kann die nicht den Mund aufmachen und schluckt das runter. Aber das innerlich ist es der so entsetzlich, dass sie ab dem Moment, ohne jetzt viel zu sagen und eben so, dass es ihrem Bewusstsein sogar entzogen ist, die kann kein Glas Wasser mehr an den Mund setzen und muss sich da einen Sommer lang allein von saftigem Obst ihren Flüssigkeitsbedarf stillen. Und das ist da, wo der Josef Breuer mit ihr irgendwie dran arbeitet und dann eben in diesem hypnotischen Zustand kommt sie dazu, das nochmal zu erzählen. Und der Breuer hört ihr zu und der ermuntert sie und er bestätigt sie darin und gibt die Resonanz und sagt, ja, ich kann das verstehen, dass das dass sie das geekelt hat und dass es ihnen da schier schlecht geworden ist und weil sie vielleicht gedacht haben, wie oft habe ich schon aus einem Glas getrunken, wo vorher der Mops dran war oder so. Also jedenfalls, als das aufgelöst ist, kann die wieder ein Glas an den Mund setzen und alles ist okay. Oder als sie das erzählt hat von diesen Schlangen, da hört auch dieses Symptom auf. Oder eben als sie dann erzählen kann, ja,
das mit der Taubheit, ja, da war sie mal nachts in Sorge um die Gesundheit des Vaters irgendwie durchs Haus geschlichen. Da galt sie schon als krank und da hieß es eben, ja, die hat irgendwie im Bett zu bleiben und Bettruhe zu bewahren. Und da erwischt sie ihr Bruder, wie sie da eben außerhalb ihres Zimmers im Haus herumläuft, und er packt die dann und schüttelt die irgendwie ganz fest. Und da denke ich auch, wie bei der Drucklähmung, also dass da im Kopf was passiert und die dann in dem Moment auch tatsächlich taub ist von diesem heftigen Geschüttel. Und dann im Laufe der Zeit braucht es immer nur noch ein klein bisschen Geschüttel, wie bei einer Kutschfahrt, und die Taubheit stellt sich wieder ein. Und genau diese Phänomene, das bezeichnet man damals als Hysterie. Und zwar eben, das legen Breuer und Freud in dem Buch auch dar, das sind körperliche Symptome, für die es aber keine körperlichen Ursachen gibt. Also der Armnerv, der ist nicht zerstört, und trotzdem stellt sich die Lähmung ein, und die hat nicht irgendwas, keine Unterbrechung vom Schluckreflex, sondern das ist eine innere Barriere. Und genauso wenig, wie gesagt, die hat auch kein organisches Gehörproblem, sondern das ist psychisch vermittelt. Das ist für die Forscher damals die sogenannte Hysterie. Und auch der Freud selbst zum Beispiel in den Briefen an seinen Kollegen Vlies, da schreibt er mehrfach, ja, das, was ihn beschäftigt, ist seine eigene kleine Hysterie. Und das damit meint, er hat immer wieder Anfälle von Herzrasen oder irgendwelches Kopfschmerzen, für die es eben keine organische Ursache gibt. Also weder hat er einen Herzfehler, noch hat er irgendwie einen Hirntumor oder sonst irgendwas. Und das ist für den die Hysterie. Und deswegen ist er so leidenschaftlich da auf der Suche danach. Und das, was der Josef Breuer dann anbietet, ist eben, dass der Breuer sagt, ja, okay, der Mensch entwickelt Hysterie, also oder psychosomatische Symptome aufgrund von traumatischen Erfahrungen. Also Erfahrungen, die so die emotionale Bewältigungsfähigkeit des betreffenden Menschen übersteigt. Und das kann eben ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, weil man zum Beispiel in Angst um das Leben für den Vater da Nachtwache hält. Das kann sein, weil man eben sich nicht so entfalten darf, wie man will, weil man eben gerade als Mädchen in der damaligen Zeit, also der Kontakt von Breuer und dieser Bertha Pappenheim war von 1880 bis 82, das war ein blitzgescheites Mädel, und die durfte aber nicht irgendwie in eine höhere Schule, geschweige denn irgendwas studieren, sondern die hatte noch irgendwie so eine gewisse Schulausbildung gemacht, ja, okay, aber dann war Schluss. Und dann durfte die zu Hause sein und irgendwelche doofen Gesellschaften irgendwie organisieren und dann mit den Damen beim Tee und beim Gebäck irgendwelche hohlen Gespräche führen. Das war ihr Schicksal. Oder eben was der Breuer auch, glaube ich, moniert, oder was er beschreibt, ja, die stand stark unter irgendwelchen religiösen Vorschriften, also die Familie gehörte dem Judentum an. Ich weiß nicht, was es da genau für Vorschriften gibt für junge Mädchen. Da ging es um Menstruationshygiene und verschiedene andere Dinge. Also irgendein festes Regelwerk, dem man sich da zu unterwerfen hatte und das irgendwie so ziemlich künstlich ist und wo man dann sich wirklich auch eingeschränkt fühlen kann in der Selbstverwirklichung. Das ist das, worunter der gelitten hat. Und die war wohl irgendwie ein fröhliches Ding und irgendwie ganz unbefangen und, wie gesagt, blitzgescheit. Und dann wird die da so unter eine Käseglocke gesetzt. Und dann geht's dir irgendwie richtig dreckig und dann entwickelt die alle möglichen Symptome. Und
Das ist das Verdienst von dem Josef Breuer. Und wenn da kann man heute anknüpfen, da kann man sagen, Mensch, das ist irgendwie, das ist eine aufklärerische Art von Psychologisierung. Also heute ist ja Psychologisierung eben wirklich nur verbunden mit diesem völlig bescheuerten, ja, da hast du als Säugling irgendwie versagt, da hast du das nicht hingekriegt, oder da hast du als Kind dein Ödipus-Komplex, den hast du da nicht auf die Reihe gekriegt, da hast du deine Inzest- und Mordimpulse noch irgendwie innerlich an denen festgehalten, hast nur irgendwie verdrängt, dass du das eigentlich total, dass dir das ein totales Anliegen war. Also so, das ist das, was man ja heute mit Psychologisierung verbindet. Also dass man irgendwelche Symptomatiken auf ein ganz bescheuertes inneres Geschehen zurückbringt. Aber wenn man das richtig macht, wenn man eben sagt, ja, es gibt Situationen, an denen man leiden kann. Man kann eben zum Beispiel leiden daran, dass es eben Entwicklungen des Schicksals gibt. Also dass man zum Beispiel geliebte Menschen verliert, schon sehr früh. Das kann einen echt umhauen, ob das jetzt Vater, Mutter, eben auch ein Geschwisterkind ist, mit dem man sich total verbunden fühlt. Oder das kann auch sein, weil man eben mit Menschen zu tun hat, mit denen man selbst nichts zu tun haben will und die einem dann Schuldgefühle machen oder sogar ein bisschen Gewalt ausüben oder sogar ein bisschen viel. Und das hat der Josef Breuer verstanden. Der hat, dieser Bertha Pappenheim zum Beispiel, also das ist wohl die Person, mit der er sich am intensivsten auseinandergesetzt hat, der hatte aber auch noch mit anderen Leuten zu tun, wo er eben das auch so mit seinem hypnotischen Ansatz oder wo er gesagt hat, das ist, da hat er den Begriff Katharsis aufgegriffen. Der kommt aus dem Griechischen von Aristoteles, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie wirkt eigentlich die Tragödie auf das Publikum. Und dieser Begriff war sehr lange nicht so richtig passend übersetzt worden. Das ist auch erst ungefähr da, wo der Wieseler seine Abhandlung über den Narkissos schreibt, auch um, ich glaube, 1856 oder 58 schreibt ein Jakob Bernays, übrigens interessanterweise ein Onkel, glaube ich, von der Verlobten von Freud, der kommt da auf einen Trichter, diesen Begriff Katharsis zu übersetzen, wie ihn noch niemand vorher übersetzt hat. Also der Lessing, der Goethe, der Schiller, die haben sich da alle dran versucht und die haben das so ein bisschen gedreht. Ja, da geht's darum, bestimmte Leidenschaften zu reinigen. Und der Bernays sagt, nein, 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 es geht nicht darum, dass da irgendwelche Gefühle gereinigt werden, sondern gereinigt werden soll der Mensch. Und gereinigt wird er dadurch, er befreit sich von einer Beklommenheit, indem er Gefühle, die da sind, ausspricht, indem er denen Raum gibt. Und das ist ja, es gibt ja da schon in der Philosophie schon ganz lange irgendwie so ein Widerstreit. Die einen sagen, ja, der Verstand muss die Gefühle beherrschen. Das ist die sogenannte Stoa, die sagt, ja, das wäre ja noch schöner, wenn wir uns von unseren Gefühlen beherrschen lassen würden. Und da kommt der Aristoteles, oder der ist, glaube ich, sogar noch früher, und sagt was ganz anderes. Leute, gibt den Gefühlen Raum. Und das ist was, das habe ich mal irgendwo gehört und das finde ich sehr überzeugend. Also, dass wir heute von emotionaler Intelligenz sprechen, dass wir sozusagen den Ausdruck von Gefühlen im Grunde auch wertschätzen, das ist ein Politikum. Also, weil es nämlich eben so ist, in allen autoritären Gesellschaften ist eben der Ausdruck von Gefühlen eigentlich gar nicht opportun. Also, wo kämen wir denn dahin, wenn jetzt der Fürst sowieso sagen würde, ey Leute, wir ziehen jetzt in den Krieg, und die Leute würden sagen, ach nö, da haben wir eigentlich keine Lust. Also Frieden finden wir irgendwie schöner. Das kommt nicht gut an. Also dass dem Fürst
der ist dann schon stinkig. Und wenn man das eben tatsächlich wagt in so einer Gesellschaft, ah ja, da sitzt man ratzfatz im Kerker. Und deswegen bemühen sich dann die Erwachsenen, ihre Kinder auch so groß zu ziehen, dass die erst gar nicht auf die Idee kommen, sich irgendwelche Gefühle zu leisten. Dann kriegen die halt eingetrichtert, jetzt sei nicht so emotional, jetzt stell dich nicht so dran. So, also die autoritäre Gesellschaft, die funktioniert über den Verstand. Ah, ich muss nach oben gucken. Oh, was hat man mir denn gesagt? Ah ja, okay, ich soll das und das machen. Also man soll ja sozusagen gar nicht zu viel drüber nachdenken. Man soll nur gerade so weit nachdenken, dass man eben weiß, wo unten und oben ist. Und wenn irgendwas von oben kommt, dann eben nur noch, ah ja, okay, gut, ich habe verstanden, ich mache das sofort. Ich leiste mir nicht jetzt meinen Eigensinn, ich leiste mir nicht, dass ich mal selbst nachspüre, oh, gefällt mir das eigentlich oder nicht, sondern ich sage, ja, okay, wenn ich sehe, oh, der hat mir was zu sagen, also mache ich das. Also in solchen Gesellschaften sind alles, was Gefühle sind Störfaktoren. Also deswegen, das ist wirklich ein Politikum. Und so einer dieser Meisterstoiker, der so den Leuten eben dann so predigt, ja Leute, also lasst euch nicht von den Gefühlen leiten, jetzt strebt nicht nach politischen Ämtern oder so, jetzt freut euch lieber an der Ruhe und der Muße und ach, strebt auch nicht nach Reichtum, das hat man doch nicht wirklich was davon, da schläft man nur schlecht und ach, hast du nicht gesehen und was sollt ihr noch alles machen? Ja, ihr sollt milde sein, also jetzt seid nicht irgendwie so böse und rachsüchtig. Und was hat er noch gesagt? Ach ja, und macht euch nicht so Gedanken über Krankheit und Tod, das nimmt man halt alles hin. Und der das sagt, das ist einer der reichsten Männer Roms, der sitzt ganz oben an der Spitze, der hat ständig Angst um seine Gesundheit und um sein Leben. Und von wegen Milde, also seiner Gönnerin, der Kaisermutter Agrippina, der hetzt der unbeschwerten Mordkommando auf den Hals und der sorgt auch dafür, dass so alle anderen, die seinen Machtstrebungen irgendwie gefährlich werden können, dass die nicht mehr lange leben. So, das ist Seneca, also der den Leuten so das Wasser predigt und da den Wein in vollsten Zügen säuft und der ein Musterbeispiel dafür ist, dass das eben überhaupt völlig unmöglich ist, ziemlich unmöglich ist, irgendwie so den Verstand ständig nur regieren zu lassen und die Gefühle alle irgendwie zu unterdrücken. Das ist Quatsch. Gefühle sind Signalsysteme, die immer wieder eine positive Absicht haben. Also die Angst soll einen aus einer Gefahrensituation rausholen. Der Ekel soll einem helfen, irgendwas Verdorbenes sofort wieder auszukotzen, selbst wenn der Essenstisch jetzt nicht so ständig reich gedeckt ist, aber besser irgendwie den ganzen Mageninhalt schnell nochmal ausgekippt, als jetzt irgendwie was Verdorbenes runtergeschluckt zu haben und dann daran zu krepieren. Scham ist ein Gefühl, das einem hilft, sich so ganz klein zu machen und in einer kleinen Gruppierung eben sich wieder ganz hinten einzusortieren, damit man eben nicht riskiert, irgendwie rausgeschmissen zu werden. Also das tritt auf, wenn man irgendeine Gruppenregel irgendwie mal übertreten hat, dann hält man sich erstmal ganz klein, dann will man vor Scham im Boden versinken, dass man jetzt wirklich mal gar nicht auffällt, weil wenn man das könnte einem eben wirklich ziemlich schlecht bekommen dann. Oder Trauer, ja, Trauer, das ist ein lebendiges Gefühl, das ist kein, wie die Leute oft sagen, oh, das ist ein negatives Gefühl. Nein, alle diese Gefühle, jedenfalls auch da, es gibt Leute, die sagen, da, wo man eben Verstand und Gefühl übereinstimmen, wo man das in Übereinstimmung bringen kann, das ist die Weisheit. Also wo sozusagen das, was man darüber denken kann und dass man das so fühlt, wenn das wirklich passt, das ist Weisheit. Also es geht darum, Gefühle wahrzunehmen, ernst zu nehmen, zum Ausdruck zu bringen. Das ist das, was eben dieser Josef Breuer
verstanden hat und in die Menschen in seinem Umfeld, die unterstützt er darin, sich da zum Ausdruck zu bringen. Also eben die Sorge um die Gesundheit des Vaters, der Ärger über den bescheuerten Bruder, der Ekel über die Gouvernante, die Traurigkeit, da irgendwie so eingeschränkt zu sein. Das ist wichtig, das zum Ausdruck zu bringen. Und das ist eben aber, wie gesagt, auch ein Politikum. Also wenn man eben jetzt anfängt zu sagen, ey Leute, das ist nicht okay, was hier abläuft. Also was weiß ich, da ist man ganz schnell bei den zentralen Themen der Politik. Ja, wie ist denn das mit Folter? Wie ist das mit Guantanamo? Ah ja, der Mensch, der das Ding da weiter aufrechterhalten hat, der hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Ja, sag mal, hackt's denn oder was? Oder was weiß ich, alle möglichen Gifte, jetzt zuletzt das Glyphosat. Ja, da gibt's dann irgendeinen, der das dann abwinkt und sagt, ja, ich bin auch dafür. Ja, und fragt man denn hier irgendwie mal die Bevölkerung, was die dazu denkt? Oder was denkt die dazu, dass das Rüstungsgüter in die ganze Welt verstreut werden? Oder dass da Einsätze gefahren werden in Ländern, in denen wir überhaupt gar nichts zu suchen haben? Und wenn es dann eben nur die Fernmeldespezialisten sind oder die Aufklärer, die dann helfen, ja, guck mal da und da und da, da können wir schon mal die Koordinaten berechnen, wo ihr dann eure Bomben irgendwie hinwerfen sollt. Oder eben, ja, man schnürt dann selbst den Tornister und verteidigt dann halt die Freiheit der Bundesrepublik am Hindukusch. Und macht sich da zum Büttel für irgendeine dreckige geostrategische Politik. Das sind die Probleme, mit denen wir heute zu tun haben. Und das ist das, was weiß ich, an den Soldaten, da kriegt man das ja mit. Also die sind ja zum Teil sowas von durch den Wind. Ist doch logisch. Also die erleben zum Teil eben hautnah, dass ihnen die Kameraden in Fetzen um die Ohren fliegen. Also das ist doch was Menschen zutiefst verstört. Und da kann man jetzt ja nicht sagen, ja Mensch, hast du irgendwie als Säugling nicht aufgepasst? Hättest du da mal nicht so ein Gezeter gemacht an der Mutterbrust, dann wäre das jetzt alles kein Problem. So, das ist dieses zutiefst Aufklärerische. Wenn man das begreift, Gewalt macht krank, Unterdrückung macht krank, Vereinnahmung macht krank, gesellschaftliche Verhältnisse, Leute in prekären Arbeitsverhältnissen, ja, immer nur von Jahr zu Jahr oder mal so, was weiß ich, irgendwie so ein 450-Euro-Job, aber ohne jede Perspektive, während es auf der anderen Seite Leute gibt, die gar nicht mehr wissen, wo sie den ganzen Mammon irgendwie sich noch hinstopfen sollen. Das macht krank, wenn man daneben steht und sieht, wie es dazugeht. Und wenn man das verstanden hätte, wenn das durchdringen würde, wenn dieses Denken von Josef Breuer jetzt schon über 100 Jahre weiter kultiviert worden wäre, dann wäre wahrscheinlich schon längst umgesetzt, dass in allen Gesundheitsministerien große Denkeinheiten wären, die überlegen würden, ja Mensch, wo können wir denn jetzt hier in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass eben sowas wie Ungerechtigkeit, dass wir das irgendwie so gut wie möglich abmildern. Was können wir machen, um unsere Kinder von vornherein irgendwie möglichst gut zu erziehen, denen irgendwie möglichst einen schönen Weg ins Leben zu bahnen? Und da hätten wir nicht diesen ganzen Medienmist, der die Menschen süchtig macht, und zwar schon eben im Kindergartenalter, sondern da wäre ganz klar, okay, das gibt's zwar, aber da achten wir sehr, sehr gut darauf, wer das irgendwie so
überhaupt mal in die Hand kriegt und das ausprobieren kann. Und an allererster Stelle, wenn man sowas überhaupt dann auf den Markt bringt, entwickelt man erstmal eine ganz zuverlässige Software, wo zum Beispiel Eltern festlegen können, ja okay, ihr könnt das haben, aber maximal eine halbe Stunde pro Tag. Und wenn wir merken, dass euch das nicht bekommt, haben wir ganz schnell eine Möglichkeit, dafür zu sorgen und das so zu programmieren, dass das auch mal für ein oder zwei Tage irgendwie ganz ausbleibt. So würde man das machen. Das wäre dann Aufgabe von Gesundheitsministerien, die sich eben auch um das Seelische beziehungsweise seelisch und körperlich hängt ja eng zusammen. Da nennt man das psychosomatisch, also Psyche, Seele, Soma, Körper, für die psychosomatische Gesundheit zu sorgen. Das wäre dann eine Aufgabe für Gesundheitsministerien. Und das würde eben bedeuten, die Selbstverwirklichung zu fördern und alles irgendwie zurückzudrängen, was Ungleichheit schürt, Ängste schürt, Stress macht, so was weiß ich. Leute, die jetzt Ende 50 irgendwie so ihren Job verlieren oder so ausgelaugt, ausgebrannt sind, dass die in ihrem Job einfach nicht mehr können. Ja, selbst schuld. Hätten die mal eben ganz früh schon irgendwie mal was besser, was anderes gemacht. Eben da im Alter von 2, 3 Monaten hätten die ein bisschen aufpassen müssen, dass sie nicht so gierig sind. Dann hätten die jetzt kein Problem. Oder damals mit 2, 3 Jahren, ja, hätten die ihren Ödipus-Komplex ein bisschen besser im Griff haben müssen. Ja, aber dass die jetzt so am Rad drehen, ja, selbst schuld. Können wir nichts dafür. Also das wäre revolutionär. Da könnte man eben ganz viel verändern. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, das macht diesen Begriff Narzissmus zum Kontergan. Weil der fokussiert, ja, der primäre Narzissmus. Da ist die Wurzel allen Übels. Und da hat man eben so Begriffe, die man eben ganz schnell allen drüber stülpen kann. Ja, wir sind alle narzisstisch, wir haben eine narzisstische Gesellschaft. Boah, Wahnsinn, Herr Maas, das haben Sie unglaublich differenziert analysiert. Sie sind ja auch sonst immer ein politischer Fuchs, also Sie reißen da ja auch ständig die Klappe auf und wissen ja auch sofort, welche Politiker narzisstisch sind und so. Ja, ganz toll analysiert. Schwachsinn ist das. Also das ist sowas von verallgemeinern, dass da überhaupt gar nichts mehr greifbar wird bei dieser Pseudo-Analyse, sondern sich klar machen, da gibt es ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Situationen, aus denen Menschen ihr Leid entwickelt. Und um denen zu helfen, damit umzugehen, das eine ist eben, wenn es eben schon mal passiert ist, zuhören und es wirklich zu verstehen und nicht da irgendwie so eine Soße drüber kippen, ja, das ist narzisstisch, da haben wir es schon direkt erklärt und verstanden und das muss dann auch schon sofort gut sein, sondern den Leuten helfen, sich aus ihren Verstrickungen zu lösen. Das, was sich irgendwann mal aus irgendwelchen Notsituationen heraus entwickelt hat an Verhaltensmustern, die jetzt eben im Laufe der Zeit auch dysfunktional geworden sind, da aus der Rückschau nochmal auch zu verstehen, solche Symptome entstehen immer mit einer guten Absicht, die versuchen, eine schwierige Situation mit den wenigen Mitteln, die man damals zur Verfügung hat, irgendwie bestmöglich noch zu regeln. Nur, dass sie dann immer wieder anspringen, wie im Reflex, und dann eben aber schon wirklich schnell unpassend geworden sind. Und da den Leuten zu helfen, zu sagen, ja, das war mal eine gute Absicht, aber jetzt heute gibt's noch sehr viel bessere und kreative andere Lösungen, die dir bei der Selbstverwirklichung helfen.
in den frühen Zeiten, diese Notreaktionen, die helfen immer nur zur Selbsterhaltung. Aber je größer man wird, je älter man wird, irgendwann geht es ja auch um die Selbstverwirklichung. Also man versteht die Welt immer besser und hat immer mehr Möglichkeiten, eben sich auch ganz anders zu verhalten und den Leuten dabei zu helfen. Und das ist ein aufklärerisches Konzept, da anzusetzen. Und das ist übrigens auch der Punkt, Patientin von Josef Breuer, Bertha Pappenheim, daneben nochmal ein Bild auch von Josef Breuer. Diese Bertha Pappenheim, das war eine total engagierte junge Frau, die hat sich dann für die Rechte von jungen Frauen eingesetzt. Die hatte bei Frankfurt dann ein Heim geleitet für Mädchen, die so im Mädchenhandel irgendwie zum Opfer geworden waren. Die hat die versucht aufzufangen. Das muss eine ganz tolle, ganz mutige Frau gewesen sein, die sich da total ins Zeug gehängt hat. Und der hat man auch eine Briefmarke gewidmet. Also das bin ich ganz überzeugt, das hat die dem Breuer zu verdanken. Auch wenn da immer wieder gesagt wird, ja, das sieht man ja, wie die Behandlung geendet hat. Die ist ja dann in die Klinik gekommen und die war ja dann noch abhängig. Ja, das kann man wirklich hier in dem Buch sehr schön nachvollziehen. Man muss es sozusagen, wenn man den Text kritisch liest, ich habe das auch in meinem Buch hier Ödipus Komplex betrachtet, habe ich auch dem Josef Breuer ein großes Kapitel gewidmet und da eben auch diese Informationen von dem Albrecht Hirschmüller so ein bisschen aufbereitet. Man versteht dann, der Breuer sagt, also bei dieser der Abhängigkeit ging es um Chloral und Morphin. Und der Breuer sagt ausdrücklich, ja, ich hatte mal bei der Bertha Pappenheim 3 oder 4 Mal so Chloral gegeben, aber dann festgestellt, nee, das hat katastrophale Folgen. Also hat er es sofort sein gelassen. Und die es ist ziemlich deutlich, dass die Mutter von der Bertha Pappenheim dem Breuer diese Behandlung so nach und nach entwindet und der die dann die Tochter mehr nach Inzersdorf schickt. Und da ist ein Dr. Breslauer, der für die Behandlung der Bertha Pappenheim zuständig ist. Und der verordnet dann offensichtlich dieses Chloral in größeren Mengen, so dass sie dann irgendwann abhängig wird. Und wer jetzt genau dieses Morphin verschrieben hat, man könnte sich vorstellen, auch der Breslauer, also es, jedenfalls sie kriegt das ursprünglich, weil die ganz massive Verkrampfungen im Gesicht hat und das Morphin hilft offensichtlich da irgendwas zu lösen. Ich weiß jetzt nicht, wer da durch Versuch und Irrtum irgendwie draufgekommen ist. Jedenfalls ist das aber auch ganz schnell deutlich, dass das verhängnisvoll ist. Und dann wird da sofort von Breuers Seite aus, oder als er die dann wieder kriegt, der kriegt die dann kurz bevor die in die Klinik geht und er bemüht sich da händeringend, die ganz schnell von dem Zeug runterzukriegen, was so schnell gar nicht geht, aber für den ist ganz klar, das ist verhängnisvoll. Also man kann Leuten nicht einfach mal so irgendwelche Substanzen geben und sagen, ja, ich gucke jetzt mal, was da rauskommt, sondern das war wohl typisch Breuer. Der war ganz, ganz, ganz behutsam auch mit Medikamenten und der guckt sich das 2, 3, 4 Mal an und wenn der merkt, nee, das macht das alles nur schlimmer, dann hört er da sofort wieder mit auf. Aber Fakt war jedenfalls, die Bertha Pappenheim hat da irgendwie diese Abhängigkeit entwickelt, wie gesagt, vermutlich durch die Behandlung von dem Breslauer in der Klinik in Inzersdorf. Und ja, dann hat die noch zusätzlich ein Problem. Aber diese ganz zentralen Symptome, da hat der Breuer eben ganz schnell auch die in den guten Zustand gebracht und diese Symptome aufgelöst. Und das ist das, was ihn fasziniert hatte, so dass er dann in den Studien über Hysterie über diese Aspekte seiner Behandlung eben auch redet. Und in diesen Studien über Hysterie spricht er auch nochmal ganz ausdrücklich davon, ich hatte die Hypnotika vermeiden können.
Und er sagt jetzt nicht Hypnotikum, also eine Art von Hypnotikum, also jetzt Morphin oder Chloral, sondern die Hypnotika, also eben Mehrzahl, also eben Chloral und Morphin, kann man daraus, glaube ich, sehr deutlich schließen. Also er hat das vermeiden können, aber der andere hat das eben gemacht. Und er, also in diesen Arztbriefen, nimmt er sozusagen eher die Schuld auf sich, also und er formuliert das so irgendwie sehr, sehr schön eigentlich. Also wie Sie sehen, liegt anscheinend ein gutes Maß an Schuld auf meinem Haupt. Aber es scheint nur so, und eben im Text selbst sagt er ganz deutlich, der Breslauer hat eben zum Beispiel dieses Chloral verordnet. Also der will jetzt nicht den Kollegen in die Pfanne hauen und sagen, gucken Sie mal, der hat das gemacht, sondern der nimmt es lieber schon fast auf sich und sagt, ja, wie Sie sehen, liegt scheinbar da einiges an Schuld auf meinem Haupt. Und er hat sich aber jetzt dann bemüht, das irgendwie so zu reduzieren. Aber der ist da unschuldig, das geht nicht auf ihn zurück. Und eben diese wesentliche Bahnung, die hat er vollzogen. Und der hat dieser Bertha Pappenheim was ganz Wichtiges für ihr Leben mitgegeben, dass sie eben so eine tolle, engagierte Frauenrechtlerin geworden ist, die sehr selbstbewusst eben für die Rechte auch ihrer Geschlechtsgenossinnen eben eingestanden ist. Also wirklich ein ganz toller Mensch mit einem ganz tollen Ansatz. Der hat verstanden, worum es geht. Man leidet darunter, wenn man unterdrückt wird, wenn man Gewalt erlebt, wenn man Schicksalsschläge erlebt, die man so nicht mal eben ganz locker irgendwie wegsteckt. Das ist das, was einem Menschen psychische Probleme macht. Also das ist ein wichtiges Erbe, wenn man das verstanden hat. Also ich selbst nenne mich zum Beispiel eben auch Psychoanalytiker Sensu Breuer. Also weil ich eben versuche, genau diesem Modell auch nachzueifern, wirklich aufzudröseln, woher kommen solche vertragten Symptome. Ich versuche das eben auch wirklich zu verstehen. Und dieses Modell von Breuer, das ist eben, finde ich, eine Mahnung, mit diesem bescheuerten Neoliberalismus aufzuräumen, mit diesen bescheuerten Konzepten von Ödipus-Komplex und Narzissmus aufzuräumen das völlig Groteske und Verrückte. Der Breuer, der die Psychanalyse, so nennt er das, wirklich erfindet und sich dabei auch tatsächlich ausdrücklich auf den König Ödipus beruft, weil nämlich dort genau in diesem Stück dieses rückwärtsgewandte Auflösen von Traumatisierungen stattfindet. Das ist die Mahnung, dorthin zurückzukehren. Das ist der Weg. Da müssen wir wieder hin. Weg mit diesem Neoliberalismus, mit diesem irgendwas in die Säuglinge, in die Kleinkinder rein zu geheimnissen. Nein, das ist Quatsch. Die Menschen leiden an ihrem Umfeld, das manchmal wirklich gewalttätig ist oder das völlig bescheuert ist, weil es irgendwelche komischen Verhaltensregeln aufstellt. Oder eben, man kann leiden, weil einen das Schicksal überwältigt. Was weiß ich, wenn da in Thailand so ein Tsunami über die Insel rollt und einem das ganze Hab und Gut wegspült und die ganze Familie gleich mit. Da hat man keinen Boden mehr unter den Füßen. Das ist das, was Menschen im tiefsten Inneren erschüttert. Und die können von jetzt auf gleich irgendwie so zu seelischen Wracks werden. Das sind irre Erfahrungen. Das sind Sachen, da möchte man nicht wirklich tauschen damit. Das ist das, was seelisch krank macht. Das ist Trauma. Das ist das, was eben der Breuer ursprünglich mit dem Freud sozusagen verfolgt.